Zwei Männer. Ein Auto. Ein Auftrag. Schnell sein. Ready? Ready. Möchtest du schnell reisen oder zügig? Na, ordentlich. Der Crossbow GT4. Gemeinsam mit Reiter Engineering speziell für die Rennstrecke entwickelt. Mit dem Auto bist du in 1, 2, 3 Runden vollkommen vertraut auf der Rennstrecke. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als mit über 200 auf eine Kurve zuzufliegen und sich zu denken, jetzt wäre Bremsen natürlich schon irgendwann super. Das geht sich nie im Leben mehr aus. Und siehe da, der Sperrer zieht das Auto noch einmal um die Kurve. Das Faszinierende ist an dem Automobil, dass das gegenüber normale oder stradale aufgrund des verlängerten Radstandes dramatisch besser auf der Straße liegt, in der Kurve. Was mich völlig fertig macht, dass der Kerl einfach beim Fenster rausschaut, da sieht er plötzlich, oh, Fallschirmspringer, das schaue ich mir genauer an, währenddessen fliegt die Kurven daher. Von einer Kurve zur nächsten ist er nur gerade und da brauchst du nur Gas geben und das ist eigentlich eine Warterei. Eine Warterei vielleicht für den Rennfahrer am Steuer. Der nicht so versierte Beifahrer kann die Erholung gut brauchen. Oder etwas zu essen, um den Magen zu beruhigen. Aber leicht gesagt, nicht ganz so leicht getan. Es gibt ein paar Höhenunterschiedsprobleme. Könnten Sie mir da ein bisschen helfen? Ja, sicher. Danke. Gerne. Super. Für mich hat er ein ganz umwerfendes oder eigentlich verrücktes Design. Eine wahnsinnig aufregende Linienführung. Er hat auch mit dieser Kanzel vorne irgendwas mit einem Düsenflugzeug zu tun. Weil das Auto wird nicht altern, weil es von der Linienführung so weit weg ist vom Zeitgeist, dass es wie ein UFO immer aktuell bleiben wird. Auch der Polizei kommt es so vor, als hätte sie eben ein UFO entdeckt. Na ja, Inspektor. Okay. Ganz ruhig sein. Mit Scham. Du musst es mit Scham lösen. Grüß Gott. Führerschein. Ich bin unschuldig. Warte, ich stelle mal das Auto ab, Herr Inspektor. Bitte, stellen Sie es ab. Ich bin unschuldig. Einen. Danke. Schau, weil ich nicht bin zu Ihnen. Haben wir gleich zwei diesmal. Ja, das ist der Führerschein vom Beifahrer. Ja. Das ist der Herr Klericic. Ich bin unschuldig. Klericic, wir wissen schon, dass Sie unschuldig sind. Danke. Herr Sperrer, was ist das eigentlich für ein Auto? Haben Sie ein neues Fahrzeug? Ja, der hat so 370 PS und 999 Kilogramm, also 1000. Ja, also ein Fahrzeug für die Rennstrecke. Ja, für die Rennstrecke, wobei das ist ein besonderer, der kriegt eine Straßenhomologation. Herr Sperrer, würden Sie mal aussteigen, bitte? Ich bin unschuldig. Das glaube ich Ihnen. Aber das Fahrzeug dürfte nicht straßentauglich sein. Er ist super tauglich auf der Straße, ja, oder super Handling. Ich bin ja unschuldig. Ja, Sie können so nicht weiterfahren. Herr Sperrer, wenn Sie das Lenkrad abmontieren können, dann können Sie mit dem Fahrzeug nicht fahren und dann brauchen wir keine Sperre anbringen. Ich bin unschuldig übrigens. So können Sie das wunderbar sperren. Ja. Da können Sie runterschalten, ja. Da schalten Sie rauf. Ein super Regel drin, ja. 6-Gang. Es ist wunderbar, du hast auch da Blinker, Fernlicht, Hupe. Schweren Herzens überreichen Sie. Danke für die Erklärung. Bitte. Das Lenkrad wird bei uns in Verwahrung genommen, damit Sie mit dem Fahrzeug nicht mehr fahren können und die Verkehrssicherheit nicht gefährdet wird. Wir kommen mit heim? Auf jeden Fall auf bequemeren Sitzen.